Pooley oder Pooley, das Deckthema aus Amazing Defenders. Was niemanden gejuckt hat, bis wir jetzt in Cyberstorm Access ein paar neue Karten bekommen haben, die das Deck im Meta spielbar machen. Was kostet der Spaß? Also wie viel Cash müsst ihr auf den Tisch blättern, damit ihr dieses Deck genauso kaufen könnt? Wenn ihr euch jetzt fragt, Pooley, habe ich noch nie gehört, was zum Teufel ist das? Stellt euch einfach mal vor, ihr seid Konami und sagt, oh, cool, Pokémon ist ja super beliebt. Die haben doch so ein tolles Ding, was mit verschiedenen Teilen verschiedene Dinge machen kann. Jetzt kommt Yu-Gi-Oh! Und sagt, ich habe Pooley und ich gebe denen verschiedene Schnellzauberkarten und mache daraus verschiedene Extra-Deck-Monster. Abseits von dem Artwork, was ich, by the way, ziemlich cute finde, ist zwar nicht meine Artstyle, aber finde ich an sich sehr cool, ist das ein sehr cooles Deckthema. Hier kurz einmal, wie das Deck funktionieren soll. Ihr habt eure ganzen Schnellzauberkarten, die ganzen Dinger hier. Die haben alle einen Effekt, der ist gleich. Und der sagt, wirf eine Karte ab, Spezialbeschwörer an Pooley Level 1 Monster aus deinem Deck. Das ist, by the way, nicht once per turn. Keine der Schnellzauberkarten ist once per turn. Möchte ich kurz noch einmal für euch festhalten, damit ihr das einmal gehört habt. Was beschwören wir damit? Wir beschwören Pooley oder Pooley. Das Deckthema, wie ich es gerade angeschnitten habe, kann verschiedene XYZ spawnen. Und dafür braucht ihr das Pooley-Monster plus eine von den Schnellzauberkarten. Und dann könnt ihr in das entsprechende XYZ-Monster gehen, in das ihr gehen wollt. Quasi eine Entwicklung. Aus dem Wasserstein kommt dann das hier, aus einem Erdestein kommt dann das hier. Ich weiß, es gibt keine Erdestein, aber pssst. Und aus einem Pflanzenstein kriegt dann das Ding. Und wenn ihr ganz viele von den Schnellzauberkarten unter diesem Monster gesammelt habt, könnt ihr einmal das Ding bauen. Und das ist, wenn das 5 Materialien unter sich unter hat, unberührt von Karteneffekten. Das heißt, wir spielen hier Towers Turbo. Die Schwäche von Towers Turbo Decks ist halt immer die große Angst vor einem Kaiju. Das Deck kann aber relativ fancy spielen. Ich werde euch jetzt nicht weiter mit der Deckstrategie langweilen. Ich werde euch mal ganz kurz zeigen, wie so ein Deck aussieht. Und das wäre einmal sowas hier. Wie ihr seht, das Deck hat so ziemlich alle von den Main Deck Karten auf 3 alle ausgemaxt, bis auf die Fallenkarte und den Field Spell. Wir spielen einige Handtraps, die ziemlich gut sind. Wir spielen Santa Claus, dazu komme ich gleich noch. Und wir spielen hier eine ganz, ganz kleine Dark World Engine. Und im Extra-Deck spielen wir komplette Brigade an XYZ-Monstern und 2 Synchro-Monster, die wir theoretisch über Gamma beschwören können. Jetzt natürlich die Frage an euch wieder, was kostet das Deck? Ich habe mir die Mühe gemacht und bin auf Kartenmarke gesprungen. Das machen wir gleich übrigens auch noch. Und habe mir angeguckt, was kostet dieses Deck? Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was dieses Deck kostet. Ich werde euch jetzt verraten und der Preis ist einmal 507,50 €. Das Deck ist also teurer als im letzten Video das Super Heavy Samurai Deck. Es gibt theoretisch von dem Pooley Deck verschiedene Varianten. Das hier ist wahrscheinlich die beste und deshalb werdet ihr auch dieses Deck wahrscheinlich so in verschiedene Richtungen ansehen. Wenn ihr euch jetzt alle fragt und ihr es nicht erwarten könnt zu wissen, was die Lösung ist, warum hier ein verdammter Santa Claus in diesem Deck drin ist, ich verrate es euch. Santa Claus ist quasi ein Kaiju. Das Ding ist dafür da, dass wir das Ding nicht ergeben können, denn Santa Claus spezialbeschwören wir immer in Death. Wir können dann mit unseren Pokémonstern in das Ding reinrennen, unsere Pokémonster sind XYZs und können dann ein Zeus bauen mit 8 Millionen Materialien. Das ist der Grund, warum das Ding drin gespielt wird. Wir können auch das Ding in Attack drehen und dann können wir halt mehrfach angreifen über das Ding und den Gegner damit OTK'en. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber das ist der Grund, warum wir Santa Claus spielen über Kaijus. Ist aber wirklich nur ein Pooley-Thema. In anderen Decks wird das Ding wahrscheinlich nicht auftreten. Ach ja, der Grund, warum die Dark World-Karten drin sind, sind übrigens, wenn die discarded werden für Karteneffekte, dann triggern die Effekte. Snow added Dark World-Monster, kann sich by the way auch selber adden. Und Brow kann eine Karte ziehen. Ist also basically ein Upside, wenn ihr sie habt, ist also ganz cool. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ist dieses Deck so verdammt teuer? 2 Karten in den Extra-Deck unten, die kosten schon mal 100 €. Das heißt, das nimmt schon mal einen Teil davon weg. Aber auch die ganzen Main-Deck-Karten kosten so ein paar Euros. Ein paar von den Karten nicht, das sind Rares und Commons, die sind ein paar Cent. Aber Amazing Defenders war so ein Garbage-Set, als es rausgekommen ist, dass viele von den Karten, die ihr jetzt hier seht, die Ultra-Rares waren, mittlerweile bei einem stolzen Preis angekommen sind. Das heißt, wir gehen jetzt einmal in das Segment rein, wo ich einmal zeige, wie teuer so Karten sind. Ich werde euch einmal so die größten Keykarten davon zeigen. Die einzige, die ich nicht zeigen werde, ist einmal Lily, weil die kostet 2 Cent. Ist ja neu rausgekommen als Common, die kostet gar nichts. Wir fangen an mit dem Main Deck Monster. Das ist einmal Pooley, wie der Name schon sagt.
Das Ding spielt ihr dreimal. Der Preis sagt, aua. Die kostet nämlich 45 Euro. Das war mal so eine 10-Euro-Karte übrigens. Und dann hat man erwartet, das Deck könnte ganz gut werden. Und da ist der Preis. Ist sie den Preis wert? Ich glaube nicht, aber die ist halt definitiv Mentory, dass sie dreimal spielt. Deswegen ist die Nachfrage dafür relativ hoch, deswegen kostet die auch ein paar Euro. Aber einmal Expoli Noir, das Monster, was unberührt ist, kostet zum Glück nichts. War eine Super Rare aus dem Set, ist also nicht ganz so teuer. Expoli Beauty, Expoli Plump, genauso. Die kosten auch nicht wirklich irgendwas, sind halt Super Rares gewesen, kosten ein paar Cent. Mein Freund Poli dagegen ist eine dieser Karten, wenn wir uns diesen Preisgrafen ein bisschen genauer angucken, werden wir feststellen, die geht so Richtung nach oben. Das war auch mal so eine 8 bis 10 Euro Karte. Mittlerweile kostet die ihre 37 Euro. Ein bisschen weniger, je nachdem, ob ihr einen Playset braucht oder nicht. Die Karte spielt ihr aber auf 3. Das ist die Karte, die euch 3 Schnellzauberkarten vorzeigen lässt. Und dann könnt ihr euch eine davon hinzufügen. Also ich glaube, der Gegner gibt euch eine. Also der Gegner gibt euch eine, aber das ist die Basic Premise. Ihr kriegt eine Quickspell. Und ja, die ist teuer und die ist gut und die ist wichtig. Denn mit der können wir logischerweise eins von den X-Monster bauen, was halt die im Kartendeck erwähnt. Dann haben wir einmal Pearly Pretty Memory, also die schönen Erinnerungen, 22,50. Yep, die kostet ein bisschen Geld. Und das ist eine der besseren Karten logischerweise. Die ist so ein bisschen, wenn ihr Second geht, ganz cool, weil die Pearly Quickspells geben ja dem X-Monster auch einen Effekt, die by the way auch nicht once per turn sind, möchte ich auch nochmal erwähnen. Das ist für die nächste Schnellzaubergarten gleich wichtig. Denn Poly Delicious Memory oder köstliche Erinnerung? Ja, köstliche Erinnerung müsste es sein. Das ist eine Rare, die kostet nicht viel, aber die gibt dem Monster für jedes Material 300 TK und Dev. Ja, das macht das Monster halt relativ beefig. Und hier ist Sleepy Memory, ist die neue Karte aus Cyberstorm Access. Und die lässt uns Karten in der gegnerischen Standby-Phase ziehen. Das ist nicht once per turn. Das können wir machen, wenn wir das mehrfach hinkriegen, verschiedene X-Monster zu machen, die Karte drunter haben. Wie wir das machen, erkläre ich gleich. Aber basically, wenn ihr davon 3 unter dem X-Monster habt, könnt ihr in der gegnerischen Standby-Phase 3 Karten ziehen. Das hört sich schon mal ziemlich gut an. Haben wir einmal Happy Memories, die kostet auch nichts, auch eine Rare gewesen. Und dann haben wir einmal Stray Pearly Street, die Feed Spell, die kostet auch nichts, weil es auch eine Rare gewesen ist. Und Poly Leap kostet auch nichts. Aber die Fallenkarte kann euch nur aufs Feld beschwören. Und wenn ihr das in der gegnerischen Standby-Phase macht, zieht ihr 3 Karten mit dem ersten X-Monster, aktiviert die Fallenkarte, targetet das X-Monster, beschwört das andere Monster. Dann sind wir immer noch in der gegnerischen Standby-Phase und dann können wir wieder 3 Karten ziehen. Also ihr könnt mit dem Deck theoretisch in der gegnerischen Standby-Phase 6 Karten ziehen. Deswegen bieten sich Handtraps auch ziemlich an für das Deckthema. Wollte ich schon mal erwähnen, die Karte ist ziemlich gut. Wie wir gesehen haben, viele von diesen Polykarten kosten ein bisschen Geld, aber jetzt nichts Exorbitantes. Das Deck ist nur ein bisschen teurer, weil wir diese ganzen Karten alle dreimal brauchen. Und deshalb kostet es halt ein bisschen mehr. Und natürlich kosten halt die Bandtrips ein bisschen was und das Ex-Deck kostet auch nicht so wenig. Und eine Karte in dem Deckthema ist ein bisschen gestiegen und das ist einmal Santa Claus. Das war eine Karte, die nie wirklich Play gesehen hat. Die hat auch schon mehrere Reprints, aber das hier ist der günstigste für 4,90 €. Realistisch kostet die aber so knapp 7 Euro, wenn ihr die spielen wollt. Und die werdet ihr im Poly wirklich spielen wollen. Das ist eine gute Karte in dem Deck und die werdet ihr auch auf 3 spielen, weil ihr müsst gegen gegnerische Poly-Decks müsst ihr irgendwas machen, gegen andere Combo-Decks müsst ihr irgendwas machen, gegen eine Rise-Hut müsst ihr irgendwas machen. Also die Karte hat schon ein paar Applikationen. Wenn natürlich ihr geht first, ist die Karte nicht tot. Aber es ist trotzdem eine Karte, die man im Deck auf 3 spielen sollte. Und dann gehe ich nochmal ganz normal auf das Excel-Deck ein, auf die 3 großen Karten, die da was kosten. Da haben wir aber im letzten Video schon drüber gesprochen. Das war einmal Blumenbaronin, 60 Euro. Excel Synchro Stardust Dragon, 43,50, eher so Richtung 45 mittlerweile. Und einmal den Zeus, der mittlerweile seine 25 Euro kostet. Also nicht so wenig, wenn ihr mich fragt. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne mal ein Like da. Ich habe, wie gesagt, zu Super Heavy Samurai auch schon ein Video gemacht. Das könnt ihr euch einmal da angucken. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.